Ihr macht mich ganz schön nervös, Freunde. Ihr müsst auch nicht schlapp machen. Niedlich, oder? Ich lieb dich. Jo Leute, cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Mit Fetthart, Freunde. Ich gehe morgen schwimmen. Wird ab morgen mit Trockenshampoo gestreckt. Das interessiert eh keinen. Ihr seid einfach die süßesten Tiere der Welt. Ohne Witz. Ohne Witz. Zwei Purzelbären sind im Hintergrund. Ich hoffe, die lassen uns hier in Ruhe filmen. Denn ich habe wieder das Objekt der Begierde dabei. Die Fairybox. Und ich freue mich schon. Ich habe die jetzt auch 2 Monate nicht ausgepackt, was sich da drin verbirgt. Ich bin gespannt. Alle Informationen kannst du auf jeden Fall... Warum guckst du mich so an? Oh nein, was habe ich angerichtet? Alle Informationen kannst du auf jeden Fall in der Infobox nochmal nachlesen. Hier haben wir das schöne Stück. Ich gucke noch gar nicht so richtig rauf, habe ich aber schon. Ey, wir haben eine andere Bandfarbe, oder? Oh, Decken, guck mal, was hier drin ist für dich. Oh ja, okay. Klatschi, fand's geil. Doing. Doing. Hi, das ist ihr Gewinn. Kleiner Süßen. Ich würde jetzt gerne sagen, so kann ich nicht arbeiten, aber... So kann ich auch nicht arbeiten, aber ich habe euch ja selber gerufen. Hier, guckt. Guck mal, beide weg. Die lieben die Dinger, ohne Witz. Sie sind wieder mit diesen nachhaltigen, kompostierbaren Maischips hier gefüllt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Produkt. Wir haben hier ein Reinigungsfluid Beauty Aging mit 5-fachen Wirkkomplex. Krass. Morgens und abends auf die feuchte Gesichtshaut auftragen, einmassieren und gründlich abspülen. Ja, perfekt. Auch wenn man es nicht glaubt, mittlerweile mache ich das manchmal auch ein bisschen. Ich kümmere mich ein bisschen mehr um meine Beauty-Gedöns hier. Nummer 2. Okay, das ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Aber das wandert dann einfach wieder irgendwo in irgendeine Verlosungsgeschichte. Body Lotion Moisturizer Sweet Ginger Flower. Nee, aber ich kann auch einfach... Ich kann auch mit Ginger nichts anfangen. Also... Ich fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Hier, diese Wurzel. Wie heißt sie denn nochmal? Ingwer. Ingwer. Boah. Nee, wird an irgendwen wandern. Aber im Sommer ist Eincreme wichtig und dementsprechend ist das ein gutes Produkt, so, ne? Oh, wir haben hier süß und fruchtig Himbeerdressing. Egal, bist du vegan? Bist du vegan? Frage noch einmal. Sag, bist du denn vegan? Also, hier ist das Dressing. Sind 3 so eine Dinger dran, ne? Ja, freue ich mich. Werden wir auf jeden Fall nutzen. So, wir haben hier Bourbon. Ah nein, das ist eine Postkarte. Reisebegleiter immer unterwegs und natürliches Deo. So, was haben wir hier? Ach, guck mal. Hier haben wir so einen Stoffbeutel, so einen Nutebeutel. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was hier drauf abgebildet ist, vielleicht auch hier drin ist. Wir schauen mal. Ah, eine Seife. Lemongrass. Ja, das riecht auch so. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann zum, wenn man das in der Badewanne hat, zum Reinhängen. Ich habe noch einige feste Seifen. Das heißt, das wird, glaube ich, auch in die Verlosung wandern. Ja. So, the next one is Cellular Repair. Ist das für die Haut? Vegan, cruelty free, no gluten. Day and night. Ja, ich glaube, das ist für das Gesicht. Das ist ja cool. Hier sind, glaube ich, 2 so eine Ampullen drin. Da freue ich mich. Ey, Freunde. Da freue ich mich drüber. Ja. Das werde ich ausprobieren. Ich glaube, das letzte Produkt hier in der Box, ja, ist ein natürlicher Deodorant. 2-in-1 Schutz. Okay. Cool Mint. Kann ich das aufmachen? Ja. Ach, cool. Guck dir mal diese Konsistenz an. So ein bisschen cremig, fluffig. Tatsächlich kann ich mit solchen Deos immer nichts anfangen. Ich krieg's nicht. Ich habe es schon von sämtlichen Marken probiert. Ich komme da nicht ran. Aber meine Kollegin im Büro freut sich. Die kriegt das dann. Ja, finde ich sehr cool.
Nur ist für mich einfach nicht das Richtige. Finde ich mich nicht das Richtige. Aber tatsächlich hat mich die Box dieses Mal vom Inhalt und von meinen persönlichen Präferenzen nicht so abgeholt wie die letzten. Also so eine Seife ist cool, habe ich halt genug von. So ein Deo fühle ich bei mir nicht so. Die Lotion, aber die beiden Produkte, Freunde, da bin ich bei. Und wie gesagt, die anderen Produkte finde ich auf jeden Fall tolle Abnehme. Das Adventskalenderwürfeln wird dann ja auch wieder kommen, dafür spare ich schon mal Sachen ein. Also ich denke mal, das wird alles seine Abnehmer finden. Ach so, und das Dressing ist auch geil. Damit war es das schon wieder. Ich finde ja immer klein, aber fein. Da sind 6 Produkte drin, die halt relativ schnell gezeigt und erklärt sind. Du hast ein cooles, kurzes Video. Kannst dich entscheiden, ob du die Box cool findest. Ich habe immer relativ schnell meine Sachen da raus. Und genau. Schatz! Ja, ich muss die Katze rauslassen. Damit würde ich sagen, schön, dass du bisher auf jeden Fall mit am Start warst. Wir hören uns bestimmt bei Zeiten dann auch wieder zu der Storytime oder zu der Erzählung vom Jakobsweg. Also bleib da auf jeden Fall gespannt, na Süßbär. Und damit würde ich sagen, blende ich dir hier nochmal einen Kommentar ein, über das ich mich sehr gefreut habe. Ganz lieben Dank an die Cuties, die immer da sind. Von den ganz vielen Leuten, die mich abonniert haben, gucken ja immer nur ein Bruchteil der Leute tatsächlich außerhalb der Kalenderzeit. Aber umso mehr freut es mich, dass du da bist und auch Interesse außerhalb der Adventskalenderzeit hast. Und da würde ich sagen, bis Benjamin. Und ich zeige euch kurz das süße Süß. Bis dann, ich bin niedlich. Ich bin so niedlich. Komm, decken. Wir machen jetzt den Move mit deiner Tatze.